Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute dreht sich alles rund um meine Verletzung, die ich mir beim Kreuzheben zugezogen habe. Und ich bespreche mit euch, wie ich jetzt vorgehe mit meiner Diät, was überhaupt mit der Diät jetzt passiert, wie ich mit dem Training weitermachen kann. Let's go. Ich habe mir hier ein nettes Kissen geholt, damit das Ganze ein bisschen gemütlicher ist. Und erzähle euch jetzt erstmal nochmal kurz, wie das passiert ist, beziehungsweise was passiert ist. Ich war immer noch nicht bei der MRT-Auswertung. Das passiert heute. Also mal schauen, was da rauskommt. Ich gehe davon aus, dass es rein muskulär ist. Wie ihr wisst, wir haben ein YouTube-Video gedreht für Johnnys Kanal mit Maximalversuchen vom Kreuzheben. Ich habe bis zu 130 Kilo gehoben. Ging alles easy. 110 easy, 120 easy und die 130. Ja, ging tatsächlich auch sehr easy hoch, aber dann habe ich halt einen Schmerz in meinem unteren Rücken gespürt. Aber es war eher so ein Krampfen, als hätte ich so eine starke Dehnung einmal kurz gehabt und dann hat sich alles wieder zusammengekrampft. Richtig. Und dann konnte ich erstmal nicht mehr laufen. Lag da auf dem Boden im Intelligence Strength und Kai musste mir helfen, die Treppen hoch und runter zu kommen und überhaupt aufzustehen und mich zu bewegen. Also es war wirklich, wirklich richtig heftig. Mittlerweile kann ich Gott sei Dank wieder halbwegs sitzen, das ist noch ein bisschen schmerzhaft. Aber zumindest sowas wie schmerzfrei im Schlaf umdrehen und so schmerzfrei laufen, und das ist ja erstmal das Wichtigste. Und wie gesagt, heute gehe ich dann auch zur MRT-Auswertung, mal schauen, was da rauskommt. Training konnte ich natürlich jetzt erstmal komplett sein lassen, weil ich kann halt keine Bewegung machen, wo ich mich zum Beispiel nach vorne bücke oder die irgendwie Last auf den Rücken ausüben. Ich habe tatsächlich einmal so ein bisschen was gemacht, und zwar für den Unterkörper habe ich so Bulgarian Split Squats gemacht mit meinem eigenen Körpergewicht. Ein paar Kickbacks und so, halt alles, was nicht so wirklich auf den Rücken geht und wo ich mich mit wohl gefühlt habe. Aber so an die Gewichte habe ich mich noch nicht so richtig reingetraut, denn der Körper signalisiert mir ja offensichtlich, okay, girl, take a break, richtig? Also da werde ich auf jeden Fall ja das Ganze noch ein bisschen ruhiger angehen. Jetzt ist die Frage, was mache ich denn mit meiner Diät? Also, ihr wisst, davor war ich im Defizit von ungefähr so 300, 400 Kalorien, habe am Tag ungefähr 2300 Kalorien gegessen, 10.000 Schritte gemacht und natürlich täglich, fast tägliches Training, also fünfmal die Woche Training. Und das kann ich jetzt natürlich alles so ins Wasser fallen lassen. Denn dadurch, dass ich nicht jeden Tag trainieren gehe, habe ich natürlich einen geringeren Kalorienverbrauch. Ich mache natürlich trotzdem noch meine 10.000 Schritte voll, weil spazieren gehen geht halt voll klar. Aber alles darüber hinaus, also wie gesagt, mit dem Training so, muss ich halt sein lassen. Und deswegen habe ich einen geringeren Kalorienbedarf. Außerdem ist natürlich so, wenn du in einer Diät nicht regelmäßig deine Muskulatur reizt, beziehungsweise dort einen Reiz setzt und sie beanspruchst, dann sagt dein Körper natürlich irgendwann, ja, nee, brauchen wir nicht, können wir halt abbauen, die Muskulatur. Also kann es dort ganz schnell zu einem Muskelabbau kommen, besonders halt je stärker das Defizit ist. 2300 ist ja jetzt natürlich nicht so eine geringe Kalorienmenge, aber trotzdem ist es halt so, dass ich damit ein Risiko eingehen würde, wenn ich jetzt weiter Diät machen würde. Dementsprechend bin ich jetzt auf Erhaltungskalorien zurückgegangen, und das empfehle ich auch jedem, der sich irgendwie verletzt, krank ist oder sonst was. Macht dann nicht mit der Diät weiter, sondern gebt eurem Körper die Zeit und die Ruhe, die er braucht, und besonders auch das Regenerationsfuel. Also Essen ist ja auch Baustoff und Nährstoff für deinen Körper, und besonders in so einer Phase solltest du ihm das auf jeden Fall nicht verwehren. Ich weiß, das ist dann immer schwer, wenn man sich so denkt, oh, jetzt habe ich schon so lange dran gearbeitet und eigentlich will ich gar keine Pause machen und was ist denn, wenn es nur ein paar Tage dauert, aber glaubt mir, es lohnt sich. Der Körper braucht das und denkt einfach ein bisschen langfristiger, denkt an eure Gesundheit. Also bin ich jetzt zurück auf ungefähr 2600 bis 2700 Kalorien. Ich pendle mich so ein bisschen ein bei 2600, einfach weil ich nicht trainieren gehe, mache dafür halt ein bisschen mehr Schritte, aber better safe than sorry, selbst wenn das jetzt ein leichter Überschuss wäre, was ich sehr stark bezweifle, dann ist es auch nicht so schlimm, weil Gesundheit geht vor, wie gesagt, und lieber nehme ich nochmal ein bisschen Fett zu und cut das halt danach wieder weg, als dass ich halt jetzt im Defizit bin und dann Muskulatur verliere. Versteht ihr? In dem Kontext kamen natürlich auch in meinen Fragerunden auf Instagram ganz viele Fragen von euch. Ich habe Corona, was soll ich denn jetzt machen? Ich kann auch kein Training machen, ich kann nicht raus. Und Leute, da geht es mir jetzt natürlich genauso wie euch. Ich kann auch nicht trainieren gehen, zumindest nicht wirklich, und nur ohne Gewichte arbeiten, genauso wie es jemand tun würde, der halt nur zu Hause ist. Und ich sag's euch, ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, ihr müsst euch da gar keine Sorgen machen. Es gibt natürlich den Muscle Memory Effekt einerseits, also der halt ja, dafür sorgt, dass eure Muskulatur bleibt und auch schneller wieder zurückkommt, je länger ihr eigentlich schon trainiert. Also ich trainiere ja seit 6 Jahren ungefähr, und wenn ich halt erstmal eine längere Pause habe, dann ist es gar nicht so schlimm, weil mein Körper sich halt daran erinnert, dass die Muskulatur gebraucht wurde in der Vergangenheit. Und selbst wenn da mal ein bisschen was weggeht, dann kommt das halt schnell zurück, einfach weil der Körper ja
die Muskulatur davor schon hatte und sich daran sozusagen erinnert. Schaut euch aber gerne das andere Video auch mal an, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Außerdem könnt ihr auch damit rechnen, dass Muskulatur erst so nach ein paar Wochen abgebaut wird. Also ich würde sagen, so ab 4 Wochen wird es kritisch. 2 Wochen, wenn man sich vielleicht gar nicht bewegt, aber da müsst ihr euch wirklich nicht zu viele Sorgen machen. Ich denke mal, wenn man so ein Fitness-Freak ist, dann wird man auch, keine Ahnung, zu Hause ab und zu so bewusst Muskeln anspannen und sowas. Und allein das ist halt schon irgendwo ein Benutzen. Also solange ihr jetzt nicht komplett ruhig im Bett liegt, macht euch wirklich keine Sorgen. Da passiert erst nach einigen Wochen etwas und ihr werdet flach sein, klar. Aber das liegt daran, dass sich ja die Glykogenspeicher leeren und die Muskulatur einfach nicht mehr so prall ist wie davor. Aber sie ist trotzdem noch da, okay? Also don't worry about that. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich noch erwähnen möchte, den ihr auf jeden Fall beachten solltet und den ich jetzt auch besonders natürlich nochmal ernst nehme in dieser Trainingspause, ist mein Eiweiß zu decken. Also auf jeden Fall mindestens 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, eher natürlich nach oben tendierend, was mir jetzt persönlich bei den 2,6 nicht mehr sonderlich schwer fällt, aber passt da wirklich auf, dass ihr euer Eiweiß gut deckt, denn ohne Eiweiß kann natürlich auch die Muskulatur nicht so gut versorgt werden. Und je weniger Eiweiß ihr esst in so einer Pausephase, desto mehr geht ihr natürlich auch wieder das Risiko ein, dass dort eventuell etwas Muskulatur verloren geht. Also schön darauf achten. Bei mir ist der absolute Lifesaver momentan das No Whey Pro Pure. Ich mixe mir das super gerne mit McChastic an. Es hat 86% Eiweiß und schmeckt halt nach nichts. Also komplett geschmacklos und man kann da einfach das McChastic reinmachen, wie man möchte. Oder zum Beispiel einfach auch Zimt. Mega lecker. Ich fahre jetzt total und super viele Anwendungsmöglichkeiten. Ich mache mir das zum Beispiel auch gerne einfach in eine Tomatensauce rein und damit kann ich halt einfach meine Mahlzeiten proteinisieren, habe eine proteinreichere Mahlzeit als davor und es fällt mir viel leichter im Alltag, mein Eiweiß zu decken. Mit meinem Code übrigens, Leonie, könnt ihr bei Rocker Nutrition 10% sparen, bekommt immer den besten Deal, auch eine Gratisprobe mit on top. Da könnt ihr also gerne mal bei den Links in der Videobeschreibung vorbeischauen. Tja, wir werden jetzt also sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich weiß ja selbst noch gar nicht, was es ist. Je nachdem, wenn es nur muskulär ist, was ich natürlich hoffe und eigentlich ehrlich gesagt auch erwarte, dann werde ich natürlich jetzt erstmal zur Physiotherapie gehen müssen und ein bisschen daran arbeiten müssen, dass die Muskulatur sich wieder entspannt, dass mein Rücken ja mir wieder zutraut sozusagen, ins Training zu gehen und mit schwereren Gewichten zu arbeiten. Ich denke, bis ich wieder normal trainieren kann, wird es auf jeden Fall noch schon so seine 3-4 Wochen dauern. Also damit rechne ich wirklich und ich werde auch realistisch sein. Wenn es nicht nur muskulär ist, dann kann es natürlich noch länger dauern. Aber fingers crossed, drückt mir die Daumen. Ich glaube nicht, dass es dazu kommt und ich hoffe natürlich auch, dass es nicht dazu kommt. Ja, aber Leute, es ist halt so, manchmal kommen die Dinge einfach, wie sie kommen. Ich ärgere mich natürlich auch komplett, dass ich da bei einem Maximalversuch mitgemacht habe. Aber im Endeffekt denke ich mir, okay, gut, mein Körper hat mich vor mir selbst beschützt und das wird sich schon alles regeln. Wenn ihr vielleicht schon mal so eine ähnliche Erfahrung gemacht habt, lasst mir auf jeden Fall gerne einen Kommentar da. Ich freue mich natürlich immer mit euch in Interaktion zu stehen. Und ansonsten schaut mal auf meinem Instagram vorbei, da werdet ihr natürlich dann auch erfahren, was es ist. Mit Sicherheit hier auf YouTube auch. Also ich werde dazu ein Video machen. Vielleicht kann ich sogar es irgendwie hinkriegen, die MRT-Bilder mit euch zu besprechen. Je nachdem, was der Arzt mir dazu erklärt und was ich dann natürlich auch selbst rausziehen kann. Ich bin natürlich kein Arzt. Ansonsten sehen wir uns aber in einem der nächsten Videos und ich freue mich auf euch. Bis dann.